Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Bei Domian willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt vermisst. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, aus deren Umfeld jemand spurlos verschwunden ist und sehr gerne auch mit Leuten, die ja von sich aus freiwillig abgetaucht sind. Und zum Thema vermisst gehört natürlich auch die Überlegung, dass man jemanden sehr vermisst, der gestorben ist, vielleicht durch ein Verbrechen zu Tode gekommen ist. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema, über das Thema vermisst sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir beginnen mit der ersten Anruferin namens Marion. Und die Marion ist 49. Guten Morgen, Marion. Hallo, Domian. Marion, vermisst du jemanden in deinem, aus deinem Umfeld? Ja, ich vermisse seit über 3 Jahren meinen erwachsenen Sohn, Florian. Florian, was ist vor 3 Jahren passiert? Die Polizei ging zuerst davon aus, dass er sich suizidiert hat. Man hat sein Auto leer auf einer Hochbrücke gefunden. Mhm. Aber dann kamen doch immer wieder Hinweise und Meldungen, dass er doch gesehen worden ist, und die Hoffnung keimte dann wieder auf, dass er doch noch lebt. Wer hat ihn denn oder meinte ihn gesehen zu haben? Das waren Sichtungen, die Zeugen haben sich gemeldet über Facebook. Mhm. Wir hatten das öffentlich gemacht, weil wir halt nicht an den Suizid glaubten. Mhm. Und es kam halt auch aus allen verschiedenen Städten. Ja, diesen Hinweisen ist nachgegangen worden, aber die sind ins Leere gelaufen. Meistens sind mein Partner und ich sogar noch den Hinweisen nachgefahren. Mhm. Ja, im Nachhinein konntest du nicht mehr allzu viel machen, ne? Wie alt war dein Sohn, als er verschwunden ist vor 3 Jahren, Marion? Da war er 21 Jahre alt. Mhm. Wie hat er zum Schluss gelebt? Was hat er so gemacht? Für uns, für die Familie und seine Freunde war er ein lebenslustiger, froher, aufmerksamer Junge. Er hat Musik gemacht, er hat als Elektroniker gearbeitet. Mhm. Also es gab keinerlei Hinweise oder Anzeichen, dass er irgendetwas Dramatisches machen würde. Nein, sowas Dramatisches nicht. Also er hatte Liebeskummer, mhm. aber das war natürlich nicht für uns nicht so weit sichtbar, dass er sich dadurch das Leben nehmen würde. Mhm. Gut, dieser Verdacht stand im Raum oder steht immer noch im Raum. Man hat das Auto dort an der Brücke leerstehend gefunden, man hat ihn aber nicht gefunden. Richtig. Was ist denn eure Überlegung? Was könnte denn geschehen sein? Die Vermutung von uns ist, dass er erstmal einfach untertauchen wollte, dass mhm. er vielleicht seinem Freund eins auswischen wollte. Inwiefern? Ja, die Beziehung lief nicht mehr und er wollte, sein Freund hatte Schluss gemacht, wollte die Beziehung beenden und das hat Florian doch sehr mitgenommen. Und vielleicht wollte er sagen, okay, dann wische ich dir jetzt auch eins aus, ich tauche erstmal unter. Mhm. Nur wenn man untertauchen will, braucht man ja Geld, man braucht ja Mittel. Ist da irgendetwas recherchiert worden? Hat er eine Kreditkarte bei sich? Hat er Bargeld bei sich? Ist irgendwo mal Geld abgehoben worden? Auf seinem Konto waren keine Bewegungen mehr. Er hat sein ganzes Portemonnaie bei sich. Da sind alle Karten drin, da ist seine Krankenkassenkarte drin, seine Versichertenkarte, aber es ist nichts mehr benutzt worden. Das ist alles geprüft worden. Also auch die Krankenkarte wurde nicht mehr benutzt. Ja. Hat er denn, sofern man das rekonstruieren kann, hat er denn vorher
einen größeren Geldbetrag vielleicht irgendwo abgehoben? Das konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Mhm. Also ich konnte es anhand der Kontoauszüge nicht sehen. Ich höre gerade von der Regie, Marion, dass wir ein Foto von deinem Sohn Florian haben, der vor 3 Jahren verschwunden ist. Vielleicht für die Radiozuschauer, dass du ihn kurz beschreibst. Das ist ein sehr hübscher Kerl, sehe ich hier auf dem Foto. Vielleicht beschreibst du ihn kurz. Mhm. Florian ist ungefähr 1,75 groß, hatte kurze Haare, graugrüne Augen. Und also ganz wichtig ist, das lässt sich auch so gut erkennen, wenn er den Mund aufmacht, er hat eine ziemlich große Zahnlücke und die kriegst du natürlich so schnell auch nicht weg. Mhm. Das heißt, und er hat hinten im Nacken eine große Brandnarbe. Mhm. Was hat denn die Polizei alles unternommen, um Florian zu finden? Die Polizei hat nicht viel unternommen. Sie sind die ganze Gegend haben sie abgesucht. Mhm. Die Leiche ist aber nicht aufgetaucht. Man hat danach nicht viel unternommen, weil das Problem ist, er ist erwachsen, er hat keine Straftat begangen und er kann halt seinen Lebensmittelpunkt wählen, wo er möchte. Glaubt denn die Polizei auch, dass er sich anonymisiert hat, dass er untergetaucht ist? Die Möglichkeit besteht. Also die Polizei geht nicht hundertprozentig mehr von Suizid aus. Mhm. Ist denn ein Verbrechen ausgeschlossen worden? Das könnte ja auch sein. Könnte sein, aber dann müsste es ja irgendwelche Hinweise geben. Mhm. Kann ich dir so nicht sagen. Also dein Gefühl ist auf jeden Fall, dass er sich davon gemacht hat und dass er einfach vielleicht ein anderes oder neues Leben anfangen wollte. Die Möglichkeit besteht, ja. Weil er auch in diesem Chat, in diesem Forum online war, vielleicht hat er da nach Kontakten gesucht. Mhm. Ist er denn so ein Typ gewesen, den man, ich meine, das ist ja ein großer Schritt, so ins Nichts hineinzugehen und sich aus dem anderen oder aus dem normalen alten Leben komplett zu verabschieden. Ist er so ein Typ, traust du ihm das zu? Nein, eigentlich nicht. Vor allen Dingen, weil Flo und ich ein ziemlich dickes Verhältnis hatten, ziemlich inniges Verhältnis hatten. Wie sind die Familienverhältnisse? Du hast ein enges Verhältnis zu deinem Sohn. Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater? Das war nicht ganz so eng, weil Flo hat bei mir im Dorf mit gewohnt, er hatte seine eigene Wohnung und Florians Vater und ich sind geschieden. Er hatte zu beiden Kontakt, ja. Ist Florian dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen größeren Sohn, der ist ein Jahr älter. Jetzt hast du dich heute bei uns hier gemeldet, natürlich auch vielleicht verbunden mit der Hoffnung. Wir zeigen das Bild, wir erzählen den Fall, dass es vielleicht Hinweise gibt. Ja. Verbindest du damit auch die Hoffnung, dass vielleicht er uns irgendwo jetzt zusieht oder zuhört? Ja, Gedanken habe ich mir darüber schon gemacht. Also ich habe auch gedacht, vielleicht hört er das ja oder vielleicht ruft er sogar an und sagt, er ist jemand, der von einem Tag auf den anderen weg ist. Wie ist es dir denn in den letzten 3 Jahren? Ich stelle mir das sehr schwer vor für eine Mutter, wenn der Sohn, zu dem man noch ein gutes, so inniges Verhältnis hatte, wenn der Sohn weg ist. Wie ist es dir ergangen? Also ganz schlimm. Du fällst von einem Tag auf den anderen, fällst du in ein ganz tiefes Loch und es dreht sich, das ganze Leben dreht sich um. Es ist kein normaler Alltag mehr möglich. Zuckt man nicht jedes Mal zusammen, wenn das Handy klingelt vielleicht oder an der Tür klingelt? Vielleicht ist das jetzt. Ja, am Anfang war es ganz, ganz schlimm, ja. Jedes Mal, wenn irgendwo anonym jemand anruft oder Nummer unterdrückt oder eine E-Mail nicht klappt, dann jedes Mal machst du dir Gedanken. Ich gebe dir jetzt die Gelegenheit. Ich meine, die Chance ist vielleicht sehr gering, aber dafür machen wir die Sendung auch. Man muss jede Möglichkeit nutzen. Sprich ihn doch mal direkt an. Vielleicht hört er uns in der Tat jetzt zu und er hört auch dich jetzt, seine Mutter Marion. Flo, wenn du mich hörst, dann melde dich einfach bei uns. Einmal kurz anrufen oder einmal melden. Wir möchten dich gar nicht zwanghaft nach Hause holen. Ich möchte nur endlich die Gewissheit haben, dass es dir gut geht. Das ist mir das Wichtigste. Du machst ihm keinerlei Vorwürfe?
Nein. Er muss auch gar nicht in das alte Leben zurückkommen. Du wärst nur froh, wenn du wüsstest, er lebt, egal ja. wo. Und er hat sein Leben jetzt. Ja, damit diese Ungewissheit aufhört. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle sagen, solche Fälle werden wir heute im Laufe der Sendung sicher noch viele haben. Wenn jemand einen Hinweis hat, dann meldet euch am besten direkt bei der Polizei, bei der nächsten Polizeidienststelle. Nicht bei uns, weil wir geben das ja sowieso dann auch weiter an die Polizei. Meldet euch bei der Polizei und die werden dann schon den Hinweisen nachgehen. Liebe Marion, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Sohn wiederkommt, dass dein Sohn lebt und ja. vor allen Dingen, dass man irgendwas von ihm hört. Ja, das hoffen wir auch, ja. Ich drücke dir sehr die Daumen und hoffe, dass er uns zugehört hat. Danke, Domian. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, unser Thema ist vermisst, falls ihr gerade zufällig reingeschaltet habt. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aus ihrem nahen Umfeld jemanden vermissen, der plötzlich verschwunden ist. Vielleicht liegt ein Verbrechen vor, eurer Vermutung nach, vielleicht aber auch nicht. Und ihr steht vor einem Rätsel. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gegangen sind, die von heute auf morgen keine Lust mehr hatten auf ihr altes Leben. Und jetzt vielleicht in ein ganz anderes Leben geschlüpft sind. Und wenn ihr mit mir sprechen wollt, sehr gerne unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Simone. Simone ist 41. Guten Morgen, Simone. Hallo? Ja. Simone, guten Morgen. Ja, du hast auch zu dem Thema vermisst angerufen. Ja, ganz genau. Warum genau? Warum genau? Mein Sohn wird bei dem 2.1. dieses Jahres vermisst. Die Leitung ist ganz schlecht. Ich habe kein Wort verstanden. Kannst du den Hörer vielleicht irgendwie ein bisschen anders halten? Ja, okay. Ja, du musst mal sprechen, sonst kann ich das nicht beurteilen. Ja, gut. Mein Sohn wird bei dem 2.1. dieses Jahres vermisst. Es tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Geht es noch irgendwie anders zu halten? Ja. Machen wir noch mal einen Versuch. Ja, okay. Mein Sohn ist seit dem 2.1. diesen Jahres vermisst. Dein Sohn ist seit dem 2.1. In diesem Jahr vermisst? Genau, ja. Wird am 2.1. vermisst. Ja. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 19 Jahre. Ja. Wie heißt dein Sohn? Tobias Bernshausen. Tobias. Simone, was ist passiert am 2.1.? Kann man etwas rekonstruieren? Ja, mein Sohn ist den Freitag, beziehungsweise ja den 2.1. dieses Jahres, wollte er nochmal mit Freunden sich treffen und ist dann wohlweislich am Bahnhof in Siegen und hat sich dann um 21.30 Uhr von seinem Kumpel verabschiedet und war auf dem Weg nach Hause. Im Bahnhof Siegen? Bahnhof Siegen. Ja, okay, ja. Aber nach Hause ist er niemals angekommen. Er ist also in den Zug gestiegen? Nein, er ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und warum ist er dann zum Bahnhof Siegen gefahren? Was wollte er im Bahnhof? Was er im Bahnhof wollte, wusste ich nicht. Aber er hat sich dann um 21.30 Uhr von seinem Kumpel verabschiedet. Im oder vor dem Bahnhof? Vor dem Bahnhof. Aha. Aber er wollte eigentlich gar nicht in den Bahnhof rein und wollte auch nicht fahren. Nein, er wollte nicht fahren, er war mit dem Fahrrad dort gewesen. Und seitdem ist er spurlos verschwunden? Dann wollte er nach Hause, nach Gießen, wo er wohnte, aber dort ist er nie angekommen. Wie wollte er denn von Siegen nach Gießen, das ist ja eine Strecke, wie wollte er denn da hinkommen? Nicht nach Gießen, nach Dielfen, nach Niederdielfen. Ach so, okay, das liegt wirklich an der Leitung, dass ich das nicht richtig verstehen kann. Ja, okay. Da wollte er dann mit dem Fahrrad hinfahren und er ist nie angekommen. Er ist dort nicht angekommen, nein. Du hast die Polizei benachrichtigt, davon gehe ich aus? Nein, ich habe die Polizei nicht benachrichtigt, weil mein Sohn hatte hinterher nicht mehr bei mir gewohnt. Er hatte bei seinem Vater in Niederdielfen gewohnt und ist aber, wie gesagt, wie er von dem Bahnhof aus nach Hause wollte, hatte noch kurz sich geschlossen mit seinem Vater übers Handy und ist aber an der Weiß
hängen geblieben, weil dort ist sein Fahrrad gefunden worden und diverse Sachen, wie seine Kappe, ein Handy-Akku, Handschuhe. Also ich wiederhole mal, für die Leute, die dich auch nicht so gut verstehen, also das Fahrrad ist gefunden worden. Ja. Und was ist noch gefunden worden neben dem Fahrrad? Neben dem Fahrrad ist die Kappe, die er aufhatte. Die Kappe, ja. Ein Handy-Akku. Ein Handy-Akku, nicht das Handy, sondern nur ein Handy-Akku. Handy ist nie gefunden worden, bis jetzt noch nicht. Ja. Na gut, aber es muss doch jemand die Polizei benachrichtigt haben. Nein, das hatte in dem Moment nicht, weil das Fahrrad wurde von der Mutter von seinem Freundes, von Tobias, seinem Freund, die Mutter, die hatte das Fahrrad mit nach Hause genommen, weil es angeblich ihr Fahrrad war und hatte die restlichen Sachen meinem Ex-Mann gebracht in Niederdielsen, wo mein Sohn gewohnt hat. Das verstehe ich nicht. Da verschwindet ein junger Mann, da findet man Sachen und ja. Da wird das Fahrrad einfach weggenommen und es wird nicht von, niemand hat bis heute die Polizei benachrichtigt? Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Nein, ich frage ja, hat bis heute niemand die Polizei benachrichtigt? Natürlich, mein Doch. Sohn ist mittlerweile bei der Kripo gemeldet, bei der Mordkommission. Mhm. Er wird ja nicht mehr als vermisst gemeldet. Also, bei der Mordkommission, das heißt, man vermutet ein Verbrechen. Richtig. Ja, und ich höre auch, für deinen Fall haben wir auch ein Foto vorliegen, ein Foto von Tobias. Ja. Ja, Tobias ist, wie du sagtest, 19 Jahre alt und ich beschreibe ihn mal, er hat eine Brille auf, einen Hut auf, hat ein etwas fülleriges Gesicht. Wie groß ist er? Mein Sohn ist 1,85, aber mittlerweile ist er sehr schlank. Das Bild ist etwas älter. Ja, da sieht er so wohlgenährt aus. Ja, das ist richtig. Genau. Aber mein Sohn, muss ich dabei sagen, hatte auch viel mit Drogen zu tun und seine Freunde, die er leider nun hatte, was irgendwo für meine Begriffe nicht seine Freunde waren, halt mit Drogen alle zu tun hatten. Mhm. Gehst du denn von einem schlimmen Verbrechen aus, auch aus? Ja. Du glaubst, dass dein Sohn ermordet wurde? Ja. Was sollte der Hintergrund sein? Du nanntest gerade schon die Drogen. Könnte es damit zusammenhängen? Genau das meine ich damit, ja. Meint das die Polizei auch? Ich gehe davon aus, dass sie da auch so den Verdacht schon hat, ja. Was hat denn die Polizei jetzt bis heute alles unternommen, um deinen Sohn zu finden? Also es wurde jetzt schon zweimal mit Leichenspürhunden nach ihm gesucht, mit Hubschrauber und Wärmebildkamera. Mhm. Und aber bis dato leider alles nur erfolglos. Im Wasser wurde gesucht, hier an der Weiß, in Gießen, mhm. Aber alles erfolglos. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Das Verhältnis war sehr gut gewesen, muss ich dabei sagen, bis auf, mein Sohn, wie gesagt, war anfangs bei mir gewesen. Wie gesagt, ich bin geschieden, mhm. Hatte hinterher bei seinem Vater gewohnt. Wir hatten zwischendurch noch mal Kontakt gehabt, mhm. Aber da wollte ich meinem Sohn helfen, von den Drogen wegzukommen. Mhm. Aber ich glaube, da habe ich bei meinem Sohn auf Granit gestoßen. Und seitdem hat er den Kontakt zu mir abgebrochen, mhm. Ist, ich denke mal, immer weiter tiefer reingerutscht. Wie lange hattet ihr keinen Kontakt? Der letzte Kontakt, ja, ich würde mal sagen, circa ein halbes Jahr her. Mhm. Es gab auch kein Telefonat oder mal eine SMS oder sowas, gab es nicht? Gab es nicht, bis jetzt auf diesen Jahres. Den ersten hat mein Sohn mich in Facebook nochmal angeklickt, was ich dann bestätigt hatte. Mhm. Und, aber seit dem zweiten auch... da hat sich auch jede Spur zwischen uns wieder verloren. Was? Es gab keine Nachricht mehr zurück, es kam nichts mehr. Ja gut, er konnte es ja auch nicht, wie denn auch. Hatte er, wir haben das gerade von Marion ja gehört, als sie über ihren Sohn Florian gesprochen hat, noch besondere Merkmale, die du vielleicht nennen kannst, an denen man ihn erkennen kann? Hat er Narben, hat er Muttermal irgendwo, irgendwas Auffälliges, ein Piercing vielleicht oder ein Tattoo? Nee, also das hat er eigentlich nicht. Der war, wie man eigentlich so auf den Bildern her sieht, sage ich jetzt mal Brillenträger. Mhm. Aber sieht eigentlich jetzt schlanker aus. Es gibt aktuellere Bilder von ihm. Mhm.
aber sonstige Merkmale nicht. Ja, hast du denn jetzt mit deinem ehemaligen Partner, also mit dem Vater des deines Sohnes, aufgrund der schlimmen Vorkommnisse Kontakt aufgenommen? Auf jeden Fall. Und was hat er denn für eine Vermutung? Er hat ja nun mehr Kontakte mit ihm gehabt und mehr Wissen über ihn. Das ist richtig. Mein Ex-Mann denkt, unser Sohn lebt. Ach. Und warum sagst du oder glaubst du, dass er ermordet wurde? Ich sage mal so, durch die ganzen Sachen, die jetzt so zwischendurch auch passiert ist, was man gehört hat und alles. Und wie gesagt, er wird ja nicht mehr bei der Polizei als vermisst gemeldet, sondern es ist ja schon bei der Mordkommission bzw. bei BKA ja. gemeldet. Er wird ja auch schon international gesucht. Aber du hast gerade die Sachen, die man jetzt mal so gehört hat. Was hat man denn gehört? Was man gehört hat, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ist schwierig, dass er, ja nur, ich meine, die Spur, wie gesagt, an dem Fahrrad, es hat sich irgendwo verloren. Und ich sag mal, fliegen kann nur normal kein Mensch. Mhm. Mit welchen Drogen, das wird dein Ex-Partner sicher auch genauer wissen, mit welchen Drogen hatte dein Sohn hauptsächlich zu tun? Drogen, ich meine, das war jetzt in erster Linie immer natürlich, wie das bei den Jugendlichen halt so ist, mit dem Joint-Rauchen. Das war jetzt so mal das Erste, wo das aber, ich glaube, schon längere Zeit mit angefangen hatte. Dann hinterher war es mit Tabletten, wie gesagt, mit Teledin, Morphium, Doxycycline, Tavoa. Das hat er sich schon hinterher, auch in derselben Nacht, der zweite, erste, das muss er sich schon eingeschmissen haben. Und ich denke oder gehe mal ganz stark davon aus, wenn dann Alkohol noch damit im Spiel war, und noch andere diverse Sachen, das klingt schon mal gar nicht gut. Das ist so eine Mischung. Ja, aber bevor es zu einem Mord kommt, muss er ja in kriminelle Aktivitäten verstrickt gewesen sein. In Dealer-Aktionen oder dergleichen. Was ist deine Vermutung oder die Vermutung der Polizei? Also meine Vermutung ist, ich denke mal nicht, dass er gedealt oder wie ich sag mal gehehlt hat. Also davon gehe ich jetzt mal irgendwo nicht aus. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er größere Schuldsummen schon hätte. Schulden. Durch seinen Konsum. Schulden? Schulden, ja. Schulden. Wie war denn sein Gemütszustand kurz bevor? Was sagt dein Ex-Partner? Also so... ich kenne ja nur meinen Sohn ja nur auch hier nur gut genug und ich würde sagen, mein Sohn war sehr aggressiv eingestellt. Gerade wenn man auf so Sachen ihn überhaupt mal drauf angesprochen hatte, überhaupt mit allen Dingen, mit allem drum und dran, er war sehr aggressiv eingestellt. Aggressiv eingestellt? Ja, er war sehr aggressiv eingestellt. Mit seinen Wortausdrücken. Davon abgesehen und er hat auch viele Sachen, größere Sachen, sage ich jetzt mal, auch kaputt gemacht. Wut ausgelassen an wehrlosen Gegenständen, an größeren wehrlosen Gegenständen. Ja. Diese Aggression könnte sich ja vielleicht auch, man weiß es nicht, gegen ihn selbst gerichtet haben. Schließt man denn eine Selbsttötung aus? Nein. Das ist auch noch möglich. Dass er suizidgefährdet war, schließt man nicht aus. Jetzt sagt dein ehemaliger Partner, glaubt, dass er noch lebt. Er glaubt nicht, dass er ermordet wurde. Er glaubt nicht, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Warum glaubt dein Ex-Partner das? Ich denke mal, mein Ex-Mann, ich sag mal, der ist jetzt nicht so eingestellt wie ich. Ich bin ja so ein realistischer Mensch. Und mein Ex-Mann ist halt eher so, mein Sohn lebt. Ja, ist nur nicht tot, der kann der tot sein, daran glaube ich nicht. Er hat Hoffnung. Du wirkst, Simone, wenn ich das so sagen darf, relativ cool der Sache gegenüber. Wie kommt das? Wie das kommt? Ich meine, anfangs hat man sich natürlich ganz schwer Gedanken darüber gemacht. Aber ich sage mal, ich sehe der Sache irgendwo oder dem Leben, ich gehe realistisch da rein. Ja gut, aber es ist dein Sohn, der vielleicht tot ist und oder ermordet wurde oder wie auch immer. Was macht das denn mit dir? Innerlich sieht das mit Sicherheit anders aus wie äußerlich. Mhm.
Ja, also auch in diesem Fall wieder bitte ich euch, wer den Tobias erkannt hat und vielleicht den Tobias, also jetzt aufgrund unseres Fernsehbildes erkannt hat oder aufgrund der Beschreibungen wiedererkennt, bitte meldet euch bei irgendeiner Polizeidienststelle und dann wird das weitergereicht. Wir hoffen sehr, dass wir vielleicht mit unserer kleinen Sendung heute Abend zumindest bei einem Fall dazu beitragen können, dass mehr Licht ins Dunkel kommt. Und ich würde mich freuen, wenn das in diesem Fall, Simone, bei euch gelingen würde, in eurem Fall. Ja. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und wir drücken natürlich die Daumen, dass Tobias lebt und dass sich die Sache aufklärt. Ja. Alles Gute und auch alles Gute an deinen Ex-Mann. Okay, ich bedanke mich. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt vermisst. Und wenn ihr jemanden vermisst aus eurem Umfeld und gerne darüber sprechen wollt, wir können hier im Fernsehen auch gerne ein Foto einblenden, ein Bild einblenden. Da meldet euch unter 0800 220 50 50. Oder vielleicht ist auch jemand dabei, der bewusst abgetaucht ist, weil er keine Lust mehr hatte auf das alte Leben. 0800 220 50 50. Hier ist Michaela, Michaela 33. Hallo. Ja, hallo Michaela. Ich bin gerade etwas stutzig, weil hier Michaela in Anführungszeichen steht. Hat das was zu bedeuten? Ja, ich habe meinen Namen geändert. Ah ja, okay, gut, das ist ja auch völlig in Ordnung. Liebe Michaela, du hast dich hier bei uns gemeldet zum Thema vermisst. Was ist genau der Grund? Ja, weil ich bin abgehauen von zu Hause und ich habe für immer meinen Namen geändert. Also Du bist jemand, der weggegangen ist von zu Hause. Von heute auf morgen. Genau, und eine Aktion sozusagen. Dich möchte ich auch bitten, den Hörer richtig gerade zu halten und vielleicht ans Fenster zu gehen, weil die Leitung gerade so ein bisschen wegkippt. Wie lange bist du denn schon von zu Hause weg? 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Warum bist du damals, da warst du 21, warum bist du weggegangen? Ich bin weggegangen, weil ich das alles nicht mehr aushielt. Mein Vater hat mich sehr sexuell missbraucht die ganze Zeit und ich wurde geschlagen und ja. Hat der Vater dich sexuell missbraucht bis kurz bevor du gegangen bist, also bis 2021? Ja. Und nicht nur der, auch seine Freunde. Ist das ja ein großer und mutiger Schritt, einfach zu gehen. Wohin bist du damals gegangen? Ich bin in ein Frauenhaus gegangen zuerst. Ja? Und dann, wie ging es dann weiter? Da bin ich ganz lange geblieben, weil ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Mhm. Und ich auch nicht die Mittel hatte, mir jetzt irgendwas aufzubauen, ja. Ich habe ja alles hinter mir gelassen. Ja, warst du da in der Zeit berufstätig irgendwo? Zu dem Zeitpunkt war ich berufstätig, ja. Wenn ich fragen darf, was hast du gemacht damals? Ich habe in einem Kindergarten gearbeitet. In einem Kindergarten. Das hast du dann auch von heute auf morgen alles stehen und liegen gelassen? Ja. Hat deine Familie damals dich gesucht oder suchen lassen durch die Polizei? Ja, hat sie. Das weiß ich, weil die Polizei hat im Frauenhaus angerufen. Und haben die im Frauenhaus gesagt, dass du da bist in dem Frauenhaus? Ja, die haben eine Abmachung mit der Polizei, dass die sagen, dass ich zwar da bin, aber dass die Polizei nicht sagt, dass sie sozusagen dann weiß, dass sie die Suche aufgeben kann. Ach so. Und weißt du, was die Polizei dann deiner Familie gesagt hat? Nicht wirklich, nein.
Ich weiß nur, dass das nicht weitergehen, also ja. Dass die nicht weiter wissen braucht. Ich bin das gerade so ein bisschen übergangen. Du hast gesagt, dass dein Vater dich sexuell missbraucht hat und ich vermute dann auch mit dir geschlafen hat bis zu deinem 21. Lebensjahr. Ja. Wann fing das an? Wann hat er damit angefangen? Seit ich 4 war. Seitdem du 4 warst. Und du hast gerade auch noch gesagt, dass er dich an andere weitergegeben hat, an andere Männer? Ja. An wen denn? Seine Kollegen. Das heißt, du musstest als Kind und Jugendliche auch mit den Kollegen deines Vaters Sex haben? Ja. Das ist ja die Hölle. Ja. Welche Rolle spielt dabei deine Mutter? Meine Mutter hat das nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Und du glaubst, die hat das richtig mitbekommen? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das zu erzählen, so kurz. Aber meine Mutter hatte meinen Bruder. Deine Mutter hat den Bruder missbraucht? Ja. Es gibt einen Bruder oder noch mehr Kinder? Ich habe noch einen zweiten Bruder, aber der ist ganz anders aufgewachsen wie... Also den hat man in Ruhe gelassen. Ja. Michaela, wir gehen nochmal gemeinsam, was du gerade erzählt hast. Du bist dann in dieses Frauenhaus gegangen, die Polizei hat nachgefragt und dann hat die Polizei dich in Ruhe gelassen. Ja. Du warst lange in dem Frauenhaus, weil du nicht wusstest, wohin, hast du gerade gesagt. Genau. Aber irgendwann war dieses Lange auch mal zu Ende. Wohin bist du? Du sollst jetzt bitte keine Orte nennen oder so. Ich möchte nur wissen, wie du weitergelebt hast, was du dann gemacht hast. Also irgendwann habe ich dann eine Wohnung gekriegt vom Sozialamt. Ja, eine Wohnung. Mhm. Und ich war ganz lange, wie gesagt, ich war fast 2 Jahre im Frauenhaus. Haben dir die Wohnung besorgt in deiner Umgebung, da in dem Ort, in der Stadt, wo du warst? Nein, ich bin zwar dort ins Frauenhaus gegangen, aber wurde ganz schnell in ein anderes Frauenhaus gebracht. Ah, verstehe. Was weiter weg ist. Mhm, Also ich bin jetzt ungefähr 500 Kilometer weiter weg. So, dann hat man dir eine Wohnung besorgt. Und, ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Und dadurch, dass alles psychisch dann so aufgebrochen war, haben die dann gesagt, ich bin nicht mehr arbeitsfähig und dann habe ich eine Rente bekommen. Ah. Und von der Rente lebst du bis heute? Ja. Wie sieht denn dein Leben heute aus, Michaela? Wie sieht mein Leben heute aus? Ich wohne in dieser Wohnung und das ist so. Ich habe ein ganz paar Freunde, aber nicht sehr viel, weil ich Leuten immer noch nicht über den Weg traue, wirklich. Verstehe. Das kann ich auch verstehen, nach dem, was du erlebt hast. Du lebst sehr zurückgezogen. Ja, ich lebe sehr zurückgezogen. Ein paar Freunde, wissen die Freunde von deiner schlimmen Vergangenheit, der traurigen Vergangenheit? Grob. Mhm. Sehr grob. Nun hast du ja unermessliches Leid erlitten. Warst du denn vielleicht für eine längere Zeit oder für eine bestimmte Zeit in ärztlicher Betreuung, psychologischer Betreuung? Ich bin jetzt seit einiger Zeit ich habe jetzt eine Psychologin, wo ich jetzt hingehe, weil jetzt erst. Ich auch ich bin suizidal, sage ich mal. Mhm. Also du bist gefährdet, dass du dir das Leben nehmen könntest. Ja. Wie kommt das, Michaela, dass du nicht früher schon auch, dass dir die Frauen im Frauenhaus dir das nicht nahegelegt haben, dass du früher zu einem Psychologen oder in eine Klinik vielleicht gehst? Ja, sie haben das mal versucht,
Und ich war auch einmal 5 Tage denn in einer Klinik gewesen, aber die wussten da irgendwie nicht wirklich was mit mir anzufangen. Ich weiß das auch nicht so genau. Wenn das wirklich stimmt, ist das ein Skandal. Wenn die in der Klinik mit dir nichts anzufangen wissen, ist das ein Skandal. Jemand, der so viel Leid erfahren hat, dem muss jeder Arzt und Psychologe sofort helfen können. Ja. Hast du denn mal darüber nachgedacht, in deiner Vergangenheit wurde ja ein schweres Verbrechen an dir begangen. Hast du darüber nachgedacht, deine Familie, deinen Erzeuger und auch die Mutter anzuzeigen? Das wurde mir schon ein paar Mal nahegelegt, aber ich habe Angst, weil wenn die, dann müsste ich denen ja begegnen und wenn die dann rauskriegen, wo ich wohne, dann bringen die mich um. Das wäre jetzt auch eine weitere Frage. Warum hast du dich eigentlich so anonymisiert? Warum bist du so untergetaucht? Weil du Angst hast, dass die dir was antun? Ja. Auch wenn du sie nicht anzeigen würdest? Wenn die wissen, wo sie mich finden, dann würden sie mich holen. Und entweder werden sie mich umbringen oder sie werden mich so wegsperren, dass ich nie wieder irgendwo rauskomme. Weil die vermutlich dann Angst hätten, dass du doch sprechen könntest. Ja. Gibt es denn jemanden aus deinem alten Leben, zu dem du ein gutes Verhältnis hattest und worüber du sehr traurig bist, dass du nicht mehr mit dem in Kontakt bist? Ich hatte zu meiner Großmutter einen guten Kontakt. Da bin ich sehr traurig. Und bei der hast du dich auch nicht mehr gemeldet? Ich habe mich bei niemandem mehr gemeldet. Keine Verwandten, keine Bekannten, kein gar nichts. Nicht mal entfernte Verwandte mehr. Die Großmutter, glaubst du denn, hat die denn nicht damals was mitbekommen, was man dir angetan hat? Das weiß ich nicht. Damals war das ja alles noch ein bisschen tabuisiert, mehr tabu. Ja. Ja. Michaela, das finde ich sehr berührend, was du mir erzählt hast. Und ich kann auch gut verstehen, ich kann deinen Schritt gut verstehen und finde den auch sehr richtig. Das war eine Selbstlebensrettungsaktion, die du da vollzogen hast, indem du weggegangen bist. Ja. Wie kam das denn? Von wo hattest du überhaupt damals so die Information, dass es Frauenhäuser gibt, die Frauen in dieser großen Not aufnehmen? Woher wusstest du das? Ich hatte überhaupt nicht das. Solche Informationen gar nicht. Ich habe eine neue Kollegin gekriegt, mit der ich mich ganz gut verstanden habe. Und die hat wohl an meinem Verhalten gesehen, weil ich ja immer sehr schreckhaft war und so. Hast du dich der anvertraut? Hast du der gesagt, was passiert bei euch zu Hause? Die hat das mir so ein bisschen auf den Kopf zugesagt, sozusagen. Ah ja. Für mich war das ja normal. Ja, und von daher wusste ich nicht, dass das nicht jedem passiert. War das dann für dich noch eine schwierige Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt? Es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich das mich dann getraut habe zu gehen. Wie hast du das überhaupt gemacht? Wie bist du gegangen? Nachts? Ja, ich habe nur ein ganz paar Sachen in einen Rucksack gepackt und dann bin ich aus dem Fenster geklettert. Wirklich in der Tat, in der Nacht, in der Nachtzeit? Ja. Und ich hatte das mit meiner, mit dieser Kollegin, meiner Freundin, das damals besprochen. Die hatte mich dann sozusagen in Empfang genommen und mich dann dahin gebracht. Ich verstehe. Dann hast du so ein bisschen Hilfe, dass die dich da unterstützt hat. Ja. Michaela, ich möchte auf jeden Fall erst mal sagen, dass ich das sehr mutig von dir finde, dass du hier anrufst und das erzählst. Das finde ich sehr mutig. Und ich finde sehr, ich sag's noch mal, sehr richtig, was du gemacht hast. Und ich möchte dir sehr gerne raten, dass du dich doch jetzt wirklich in psychotherapeutische Hände begibst. Weil ich glaube, dass du viel Hilfe nötig hast. Ja. Und
du kannst, wenn das gut läuft, dann kannst du, wenn du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast mit deinem Arzt oder deinem Psychologen, dann könntest du da gemeinsam mit deinem Arzt entscheiden, ob du deine Verwandten, deine Eltern anzeigst. Ich würde es dir jetzt im Moment auch nicht raten, weil ich glaube, das würde dich umhauen. Du hast Angst und das muss man ernst nehmen. Ja. Aber der nächste Schritt müsste erstmal sein, dass du Hilfe kriegst und dass es dir besser geht. Ich habe eine sehr erfahrene Psychologin hier heute im Hintergrund sitzen. Ich möchte sehr gerne, dass sie dich ein bisschen berät, was du tun könntest. Möchtest du das? Ja, gerne. Ja, also ist es ein Informationsgespräch. Du kannst dir ein paar Sachen dann aufschreiben und selbst entscheiden, was du machst. Ja. Gut, Michaela. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena, so heißt die Psychologin, gleich angerufen. Okay, danke. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und dass es noch weiter bergauf geht in deinem Leben. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Michaela. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute vermisst. Vermisst ihr jemanden aus eurem Umfeld oder vielleicht habt ihr, so wie wir es gerade gehört haben, selbst den Schritt gemacht, aus welchen Gründen auch immer, dass ihr aus eurem Leben herausgegangen seid und etwas ganz anderes macht. Hier ist Regina. Regina ist 57. Guten Morgen, Regina. Ja, hallo, guten Abend. Regina, hallo. Du meldest dich zum Thema vermisst, weil du jemanden vermisst? Ja, richtig. Mhm. Wen vermisst du? Ich vermisse meine erwachsene Tochter. Sie ist mit 26 gegangen, wäre heute 29, wenn sie denn lebt, was wir aber ganz stark annehmen. Vor 3 Jahren ist sie gegangen. Ja. Wie heißt die Tochter? Sie heißt Diana Ferch. Diana. Diana. Diana Ferch. Ja. Erzähl mal, was vor 3 Jahren passiert ist, Regina. Ja, Diana ist im Juni 2011 aufgebrochen zu einer Wanderung mit Rucksack, mit allem, was man so braucht. Alleine? Ja, ganz alleine. Wollte sie für 2 bis 4 Wochen auf Wanderschaft gehen. Wo? Weil sie sich psychisch sehr, sehr schlecht gefühlt hat. Ja. Sie wollte einfach, das war, sie ist von Rostock los, von ihrer besten Freundin damals. Dort ist sie nochmal, hat sie nochmal übernachtet und sich von ihr verabschiedet und ist von dort dann mit dem Zug bis Güstrow gefahren. Mhm. Und dort wurde sie auch noch gesichtet und gesprochen und von dort verliert sich plötzlich jede Spur. In Güstrow? In Güstrow damals, ja. Wo wollte sie denn, wie wollte sie wandern? Sie wollte an den Mahrenmüritz, diese ganzen Seen dort, ist ja so eine wunderschöne Landschaft. Mecklenburgische Seenplatte? Genau, genau, da wollte sie so ein bisschen rumwandern und und zu sich finden und wissen, entscheiden, wie geht es weiter in meinem Leben. Denn sie hatte große Probleme mit allem. Sie hatte ihre Ausbildung abgebrochen durch ein Missgeschick, kann man so sagen. Dann mit der Partnerschaft stimmte es nicht mehr. Auch ihr kleiner Sohn, der war damals fast 7, der ist 4 Wochen später 7 Jahre alt geworden. Ach, sie hat einen Sohn sogar, ein Kind. Ja, Das macht die Sache auch so mysteriös, denn sie wollte eigentlich wurde dann eingeschult, auch zur Einschulung wieder da sein. Woher weißt du, dass sich dass sie das letzte Mal in Güstrow gesehen hat? Das ist ja alles, die Kriminalpolizei, das ist ja alles dran. Die sind doch immer noch dran, weil es eben so mysteriös ist und weil sie eine Mutter ist und weil wir auch sehr viel gemacht haben. Und das ist viel in den Medien gewesen und ich meine, es gibt ja viele Vermisste, aber dieser Fall war so interessant. Wir haben damals, als sie weg war, Diana wollte immer Malerin und Schriftstellerin sein und leben und arbeiten und sie hat auch einen ganz tollen Roman Jahre vorher geschrieben. Und den haben wir damals, als sie weg war, wir haben gedacht, so jetzt ist sie wirklich ausgestiegen, jetzt ist sie gegangen, jetzt will sie nicht mehr zurück. Und da haben wir gesagt, jetzt bringen wir ihren Roman auf den Markt. Den hat sie ganz toll geschrieben. Und das wird sie zurückführen. Denn dann weiß sie, jetzt bin ich Autorin, jetzt kann sie wieder stolz sein. Das heißt, ihr habt das tatsächlich geschafft, der Roman ist veröffentlicht worden? Ja, den kann man überall auch bekommen, auch im Internet. Facebook-Seite, ich führe auch eine Facebook-Seite für Diana Ferch. Diana Ferch vermisst, da kann man sich auch alle Informationen holen. Rine, ich unterbreche mal eben, weil wir haben auch ein Foto von deiner Tochter, von Diana. Genau. Diana ist eine sehr hübsche junge Frau, sehe ich hier, blonde Haare, lange blonde Haare, Augenfarbe blau? Es ist
graugrün so. Graugrün, ja. Das kann ich nicht so richtig sehen. Ja, wie gesagt, so mittellange blonde Haare mit so eher dunklen Strähnen drin. So sehe ich das hier auf dem Foto. Vielleicht noch von dir die Beschreibung, wie groß sie ist. Ja, genau. Ich muss noch ganz viel sagen. Und zwar, es gibt ja eventuell doch Hinweise. Und da wollte ich das, und das war mir jetzt so wichtig zu sagen. Wir kommen noch zu allem. Lass mich erstmal fragen, damit wir die Grundsachen. Ja. Bevor ich es aber vergesse, wie heißt der Roman? Der Roman heißt Jane Page und das Geheimnis der Traumreisen. Und diesen Roman hat sie geschrieben, sie wollte immer unsere Welt verbessern. Sie hat gesagt, die Menschen müssen nochmal aufgerüttelt werden. Wir können doch nicht so weitermachen. Und das ist ja auch so, ja. Gut, wir sind ja auch in der Bedrohung. Jetzt noch ein paar Sätze. Toll, ja. Ja, jetzt noch ein paar Sätze zur Beschreibung deiner Tochter. Ja. Also wie groß ist sie? Sie ist sehr klein. Es fällt eigentlich auch auf durch ihre Größe. Sie ist nur 1,52 groß und ganz zierlich. Und ganz zierlich. Ganz schlank auch, Frau. Ja. Was hat sie denn, wie ist sie aufgebrochen? Was hat sie angehabt? Gab es auffällige Dinge, die sie getragen hat? Nein, das erstens weiß ich das jetzt gar nicht, was sie anhatte. Sie ist ja nicht von mir losgegangen. Sie hat ja schon selbst mit ihrer Familie in Stralsund gelebt. Und das hat sie auch längst gewechselt, wenn sie noch lebt. Also das, glaube ich, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist noch zu sagen, sie ist auch Brillenträgerin. Ah ja, das eben sieht man hier nicht. Gibt es denn sonst vielleicht irgendwas Auffälliges? Hat sie vielleicht einen Akzent oder irgendetwas, was besonders auffällt? Oder ein Tattoo? Aber wenn sie wirklich irgendwo lebt oder... Ja, ich hoffe in Freiheit, wenn sie lebt. Dann fällt es auch auf, wenn sie irgendwann eine Gruppe ist. Sie malt und schreibt ständig. Ja, sie zeichnet auf allem rum. Sie schreibt ganz viel. Du sagst, so Tagebücher. Und das, glaube ich, fällt auch auf. Ja, du sagst, es ist groß durch die Medien gegangen. Heißt das zum Beispiel auch bei den Kollegen im ZDF, wart ihr da auch bei Aktenzeichen XY ungelöst? Ja, genau. Da auch, Und da kam ein wichtiger Hinweis rein, ja. Was für ein Hinweis war das? Ja, das war ein Hinweis, und zwar, dass sie im Januar 2013 oben in Niebüll an der Nordseeküste gesehen wurde. Das waren wie viele Monate nach dem Verschwinden? Das war ungefähr anderthalb Jahre danach. Ach, da hat man sie dort gesehen. Und ist das glaubhaft, dass sie es wirklich war? Ja, wir haben das, die Kriminalpolizei hat das ja sofort auch geprüft und war dann der Meinung, ja, das ist sie gewesen. Mein Mann und ich waren da irgendwie nicht so überzeugt, weil das Verhalten passte irgendwie nicht. Und dann sind wir selbst hingefahren und haben die Leute dort gesprochen, die mit Diana, also wenn es Diana war, davon gehen wir jetzt auch aus, gewesen ist, das, was die Frau dort gesagt hat. Das passt einfach auf Diana. Also ich bin der Meinung, sie ist es tatsächlich gewesen. Und das gibt uns so viel Hoffnung, wenn sie da noch lebte, dann kann sie auch jetzt noch leben. War man denn zunächst davon ausgegangen, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen war? Ja, da haben wir ganz stark gedacht, ja. Weil sie da auch Weihnachten nicht wiederkam. Aber es gab außer der Vermutung keine Hinweise auf ein Verbrechen. Nein, überhaupt nicht. Und für uns war die Hoffnung auch immer groß, dass sie gegangen ist. Sie wollte nie so leben. Und weil die Spur auch so aufhörte, haben wir schon gedacht, Mensch, jetzt ist sie vielleicht doch gegangen, hatte vielleicht sogar was geplant oder hat sich zwischendurch was ergeben. Wenn sie aber, das ist ja immer so die klassische Frage, wenn sie das bewusst gemacht hat, muss sie ja irgendwie Geld bei sich gehabt haben. Gibt es da hat die Polizei doch sicher auch alles durchforstet, EC-Karte, Kreditkarte, Bargeld abheben und so weiter. Sie ist ohne Handy und ohne EC-Karte gegangen. Dadurch konnte man sie ja auch nicht mehr orten. Hat sie denn? Sie hatte schon vorher kein Handy. Sie Anna hat ja unser zivilisiertes Leben sowieso ein bisschen abgelehnt. Hatte sie einen Personalausweis dabei? Ja, das hatte sie dabei, ja. Eine Krankenversicherungskarte? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Weil das ist ja auch, wenn man so lange verschwunden ist, man wird vielleicht mal krank und wird da irgendwas abgerechnet, ist sie da aufgetaucht? Ja, ich denke mal, dass sie das mit hatte. Eine Portemonnaie, da ist das ja immer automatisch drin. Vermute aber, dass die Polizei genau diese Sachen auch alle abklärt. Mich macht an der ganzen Sache so stutzig, wenn du sagst, du gehst davon aus, dass sie es war, die da aufgetaucht ist an der Nordsee. Sie hat ja ein Kind. Hat sie keine Sehnsucht nach ihrem Kind? Das ist es. Das muss ich jetzt erklären. Und zwar ist sie... wenn sie das in Niebüll war, dann ist sie in eine Psychose gefallen. Wir haben da mit unserer Psychologin gesprochen, die Diana auch kennt. Und
Die hat wirklich gesagt, ja, gerade bei Diana kann sie sich das sehr gut vorstellen, mhm. weil sie ja vorher schon in einer ziemlich schlechten Verfassung war und auch in einer leicht depressiven Phase, mhm. also eigentlich war sie depressiv, ja. Mhm. Und dann kommt aber noch dieses dazu, das Kind zurückgelassen zu haben. Mhm. Bildet der Körper die Psyche so einen Selbstschutz und das wird völlig verdrängt. Das war eine Erklärung. Das ist wie in eine Droge gehen. Ja, das leuchte ich mir ein. Nur, wenn sie in eine psychische Erkrankung gefallen ist, wie findet sie sich dann im Leben zurecht? Von was lebt sie? Wie lebt sie? Das funktioniert, ja. Die helfen sich ja alle gegenseitig, die so irgendwo auf der Straße leben. Oder du meinst, sie ist vielleicht obdachlos? Ja, das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Die Frau, die sie gesehen hat in Niebüll, in welchem Zustand hat sie denn, wenn es denn Diana war, Diana gesehen? Wie sah sie aus? Wie wirkte sie? Sie haben sie vom Gesicht ja gar nicht so sehr erkannt, weil es war Winter, es war dunkel, es war abends und sie hatte eine Kapuze noch auf, so war ja auch kalt. Mhm. Aber was sie so erzählt hat, na, von der Einschulung und dass sie von Mecklenburg kommt und dass sie zur Einschulung ihres Kindes noch müsste. Die Leute haben das ja damals auch alles nicht so gemerkt. Ach so, Diana, das war ja ein Jahr später. Ach so, Moment, also Diana als sie das gemeldet haben. Ja. Diana hat mit diesen Leuten über sich gesprochen. Genau, sie hat erzählt, über das Erzählen und auch über die Art und Weise, wie sie diese Leute kennengelernt hat. Ich will aber jetzt auch gar nicht weiter was sagen, weil die Leute wollen auch anonym bleiben. Mhm. Über die Art und Weise, wie sie kennengelernt hat, das passt auch so zu Diana. Und da haben wir gesagt, das muss sie gewesen sein. Aber deswegen im Raum Schleswig-Holstein, zuletzt war jemand in Kiel sehr auffällig. Da haben wir kriegen immer bei Facebook diese Nachrichten. Mhm. Und da hat eine Frau gesagt, Mensch, das könnte sie und müsste sie gewesen sein, hat aber auch vergessen, ein Foto zu machen. Ich sage auch immer wieder, wenn euch eine kleine, geistig verwirrte Frau auffällt, die irgendwie nicht weiß, wohin oder gut, Diana, du sagst Foto netter, machen und per Nachricht schicken dann zu uns. Ja, ne? Du sagst netterweise nochmal die Facebook-Seite, auf die man klicken kann. Ja, Diana Ferch vermisst. Diana Ferch vermisst. Ja, Ferch mit F. Ferch mit F. Mhm. Gut, auch jetzt sage ich das auch wieder, wenn jemand etwas gesehen hat, eine Vermutung hat, bitte entweder auf die Facebook-Seite sich klicken oder an die Polizei. Ja, aber Polizei, das bringt nichts. Wenn man an die Polizeidienststelle vor Ort geht, das klappt nicht. Am besten zu mir auf die Facebook-Seite und ich gebe es sofort unserem Kriminalkommissar. Okay, das können wir in dem Fall so machen, aber ich glaube schon, dass das auch klappt, dass die Polizei das schon weitergibt, wenn da. Aber dann müssen wir auch darauf bestehen, dass es Diana Ferch vermisst, Polizei anklammt. Die müssen das haben. Gut. Denn sonst wird das nicht weitergeleitet. Die kriegen das nicht in den Griff. Wir haben das ja alles schon gehabt. Ja, gut, das Regina. Das wird so abgetan, so irgendwo, ne? Das packen die nicht. Ja. So unwichtig. Gut. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass ihr völlig verzweifelt seid und dass man da dann auch ein bisschen vorsichtiger ist und kritischer ist. Wir machen das so, wir haben es jetzt gesagt, die Leute mögen sich dann an euch, an die Facebook-Seite wenden und wir drücken die Daumen, dass etwas Neues herauskommt und vielleicht durch unsere Sendung ein klein bisschen was in den Gang kommt. Ich wünsche es sehr und drücke euch die Daumen. Ja, das wäre toll, dass diese Ungewissheit beendet. Das glaube ich, ne? Das ist ganz schlimm für euch. Ja, ja. Ja. Alles, vielleicht noch eine Frage, Regina, zu dem, was sagt ihr denn dem Kind, wo die Mama ist? Dem habe ich das auch immer wieder erklärt und immer wieder erzählt, Damien heißt er, das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Und Mutti ging es schlecht, du weißt es selbst, hat auch mit Papa immer viel gestritten. Mhm. Und sie wollte einfach Ruhe haben und für sich und selbst wenn sie jetzt wirklich gegangen ist. Also ich habe ihm das immer ganz viel erklärt. Der Junge ist jetzt wie alt? Der hat es auch voll verstanden, er hat sich auch wirklich gefangen, er ist auch sehr intelligent. Ja. Der Junge ist zehn Jahre alt. Mhm. Gut, Regina. Also, wir haben alles gesagt, wir drücken die Daumen und ich wünsche von Herzen alles Gute. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ja, Ciao. Tschüss. Dennoch möchte ich nochmal sagen, auch wenn Regina vielleicht gerade etwas kritisch war, wenn ihr Hinweise habt, bitte meldet das bei eurer Polizeidienststelle. Das sagen die Kollegen bei Aktenzeichen im ZDF ja auch immer und ich habe schon das Vertrauen, dass das dann auch weitergereicht wird und dass die Polizei den Hinweisen auf jeden Fall nachgeht. Hier ist Brigitte. Brigitte ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte. Ja. Warum hast du zum Thema vermisst angerufen? Ich habe angerufen, weil ich vor über ein Jahr, also im Januar war es schon ein Jahr, mein Sohn sich das Leben genommen hat.
Und ich komme damit nicht zurecht. Und darum habe ich gedacht, weil ich so oft die Sendung gucke, ja, ich melde mich mal beim Domian. Und du vermisst den Sohn so sehr. Ich vermisse den. Ich kann ihn gar nicht sagen. Ich habe noch einen großen Sohn, aber der ist auch so krank, der hat Krebs. Mhm. Und da kann ich den nicht damit belassen, weil der auch so geschockt war, wo das passiert ist. Der hat sich ja erschossen. Ne? Er hat sich erschossen. Ja, ja. Mhm. Warum hat er das gemacht? Weißt du das? Also er hat keine Abschiedsbriefe weder an seine Familie, Frau und Kinder geschickt, noch an seinen Bruder, an mich nicht, Freunde nicht und sowas, gar nicht. Er hat nur mitgeteilt über so eine wie nennt sich das, mit der Box da irgendwie geschrieben, dass eben er im Betrieb überfordert war. Ach so. Aber ja, das ist das Einzige, was wir wissen, sonst meine Schwiegertochter sagt, Mutti, ich weiß es nicht. Sie kann mir auch keine Antwort darauf geben. Wie alt ist dein Sohn geworden, Brigitte? 56. 56. Du hattest ein gutes Verhältnis zu ihm. Ach, wir hatten ein wunderbares Verhältnis. Als mein Mann noch lebte, das war alles so. Und er ist auch schon 17 Jahre tot. Er ist an einer Lungenembolie gestorben, ganz plötzlich. Da war er auch so fertig. Ich bilde mir manchmal ein, weil meine Mutti, die war sehr depressiv, also was seine Oma ist. Mhm. Und dass das irgendwie doch ein bisschen erblich sein kann. Vielleicht, das kann durchaus sein. Vielleicht. Könnte sein, was? Wie war das vor einem Jahr, Brigitte? Wer hat deinen Sohn gefunden? Na, der hat sich auf der Baustelle erschossen, wo immer, der hatte ja so viele Baustellen und da war der auf der einen gewesen. Und der Betrieb, mit dem habe ich sogar gesprochen, obwohl das ja meiner Tochter, die war ja, meiner Schwiegertochter, die war ja auch so fertig. Ja. Und da habe ich dort mal angerufen, die waren ja alle so schockiert. Hat er das am Tage, während die anderen Kollegen da waren? Nee, früh. Die haben den gefunden, wo sie auf Arbeit gekommen sind, wird so um 17:30 oder um 6 gewesen. Und er war da schon verstorben? Da war er, ja. Meine große Enkeltochter, die ist sogar dort noch auf die Polizei gegangen und hat gefragt, wie es gewesen ist, ob er sich im Mund etwa geschossen hat. Dann haben sie gesagt, nein, in die Stirn, also richtig. In die Stirn. Woher hatte er denn die Waffe? Ja, da habe ich meinen Sohn auch gefragt, also meinen Großen. Mhm. Der sagt, Mutti, die kriegst du heute überall. Wenn er da irgendwie rumgehorcht hat, da hat er eine gegeben. Er hatte keine zu Hause. Also, Brigitte, wer hat dir denn diese schlimme Nachricht übermittelt? Die hat mir mein Sohn und die Enkeltochter sind zu mir gekommen. Wir wohnen ja 400 Kilometer entfernt. Also das auch noch? Ja, auch das noch, ja. Und die andere, die kleine Enkeltochter, die ist sofort mit dem Zug zu ihrer Mutti gefahren, weil sie da auch dachte, was ist da los, ja. Weißt du noch, wie du reagiert hast auf diese schlimme Nachricht? Ja, ich war um meinen großen Sohn so beängstigt, dass ich wie einen kleinen Schock hatte. Mein Sohn ist am nächsten Tag zu unserem Arzt gegangen, da hat er mir ein paar Tabletten verschrieben, dass ich zur Ruhe komme. Und die habe ich auch genommen 2 Tage, aber dann, für Tabletten, aber habe ich sie dann doch mal genommen. Ja, das kann man in so schlimmen Situationen, kann schlafen man das auch konnte ich überhaupt nicht. Ich kann heute noch nicht richtig schlafen. Ist ein Jahr vergangen und du... Ja, es war im Januar ein Jahr. Und es ist ganz tief in deinem Herzen und du wirst gar nicht fertig damit. Ich werde damit nicht fertig. Ich werde nicht fertig. Ich kann es nicht fassen, weil das so lieb, meine Kinder so lieb waren und mein Mann und alles. Wir haben eine ganz wunderbare Familie. Gibt es auch den Gedanken, Brigitte, in all der Traurigkeit, dass du manchmal denkst, warum hat er uns das angetan? Warum? Ja. Man hätte ihm ja vielleicht helfen können, wenn er sich dir anvertraut hätte. Eben, ja. Er, aber er hat niemandem was gesagt. Und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, dass wir so in der Luft hängen. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er eine Krankheit. Meine Schwiegertochter sagt ja auch zum Arzt, ist er nur gegangen zum Optikerarzt oder wenn er mal was am Bein hatte, dass er da, wo sie im Urlaub waren, da war er mal gestürzt, da musste aber sonst ist er nicht hin. Da habe ich schon manchmal gedacht, ist das so eine Krankheit und dass er mich damit nicht... Vielleicht, das kann sein. Du wohnst so weit weg, wie du gerade gesagt hast. 400 Kilometer, das heißt, du kannst gar nicht direkt immer mit der Schwiegertochter in Kontakt kommen. Na, die ist so viel, die hat ihre Eltern auch hier wohnen und die Mutti, ihre Mutti ist auch demenzkrank, also auch, ich bin es nicht, aber Gott sei Dank. Aber da ist sie viel hier und dann kommt sie immer zu mir und dann liegen wir uns in der Arme und alles. Ich hatte ja wie eine Tochter, war das zu mir, wie eine Tochter.
Jetzt kann natürlich jeder Mensch verstehen, du bist eine 80-jährige Frau, du hast deinen Sohn auf tragische Weise verloren, dass man das natürlich nach einem Jahr auch nicht verwinden und nicht verarbeiten kann. Das geht gar nicht. Die Sache, wo mein Mann gestorben ist, das war ja so schlimm auch schon. Der ist ja noch Lungenembolie gestorben. Gitte, ich muss dich jetzt mal ganz unhöflich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich glaube, wir haben einige gute Ratschläge noch für dich. Das wäre ganz lieb. Ich lege auf. Du legst es bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Tschüss, Brigitte. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.